Hallo zusammen, ich bin Dominik. Ich bin lernender Lebensmitteltechnologe in der OAG Grenichen. Heute zeige ich euch, wie mein Alltag aussieht und was ich so den ganzen Tag mache. Kommt mit! Jetzt wird der Knetprozess eingeleitet. Der Teig wird vor dem Knetter geknetet und nachher für die Weiterverarbeitung bereitgestellt. Als Lebensmitteltechnologe muss man gut mit anderen Leuten umgehen können. Man muss das Gefühl für das Produkt haben, man muss hygienisch sein, aber auch flexibel. Nach dem Backen analysieren wir unser Brot, das heisst, wir nehmen die verschiedenen Masse. Und natürlich dürfen wir auch noch eine kleine Geschmacksprobe nehmen. Mein späteres Ziel ist es, Ernährung zu studieren. Jedoch kann man auch einen anderen Weg einschlagen, wie zum Beispiel zu der Qualitätssicherung oder ins Prozessmanagement. So, ich hoffe, ihr habt jetzt etwas über meinen Beruf gesehen, habt auch etwas mitnehmen können und wer weiß, vielleicht kann ich den einen oder anderen ja mal als meinen Arbeitskollegen begrüßen. Tschüss zusammen!